geht auch direkt weiter. Seid ihr was erwischen? Mit einem Grafikfehler im Hintergrund? Nein, nein, das ist Absicht so. Das gehört dazu, ne? Soll ich Spieler verwirren, ja, hier? Coco. Ich hab Coco Jumbo. Ja. Cool. Das, nur jetzt eigentlich so ein paar Fehler, die wahrscheinlich gar keinen interessiert. Mhm. Außerdem will ich einfach mal die Gegner kennenlernen, an denen ich gestorben bin oder gestorben werden sein werde. Ja. Kann ich ihm sagen, ich bin gestorben worden. Futur 4. Hm? Ich werde gestorben worden sein. Ja, ich dachte, es gehört trotzdem dazu. Ja. Wir könnten eine Feedback bis hierhin abgeben. Feedback bis hierhin? Ja. Das noch? Ja, können wir quasi machen. Ja, mach mal. Ja. Bisher bin ich begeistert von dem Spiel. Quasi habe ich ja zum zweiten Mal gespielt. Nein, nein, ich finde es eigentlich ganz cool so. Aha. Jetzt, wo man ein Gamepad hat, ist auf Deutsch einfach mit der Tastatur vorher. Guckst du raus? Ich dachte, guckst du mal raus, okay. Wie das Wetter so ist. Ich dachte, aus der Tür. Ja, der Gremling wie Bremen. Genau. Nein, also ich bin eigentlich bisher begeistert von dem Spiel. Hab ja einen guten Partner, der da immer einiges rausreißt. Oh, ich werde ganz rot. Das sind die ersten netten Worte, die ich von ihm höre. In welcher Scheune? Ja, ja, aber das sah nicht so aus. Doch, doch, das ist ein Artwork. Ach so. Doch, gib dein Feedback weiter, das interessiert die Leute vielleicht. Aber soll ich mir die ganze Zeit Feedback ausdenken, oder? Ja, nicht ausdenken. Nö, den hab ich besiegt. Den hast du besiegt. Welcher hab ich besiegt? Was? Welcher hast du besiegt? Den auch? Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist auf jeden Fall schon mal richtig cool. Das ist auch gar nicht so leicht. Wenn man sich nicht so blöd anstellt wie wir, dann ist das schon leicht, aber... Ja, das ist die Frau von... Das ist Chaos, genau. Ja, auf jeden Fall cooles Spiel. Sehr lustig. Level-Design und... Ja, ne? Ideen und Innovationen und Pinguine sind total toll. Schneemänner meine ich, wieso mache ich Pinguin, wenn ich einen Schneemann sehe? Weil da ein Pinguin drinsteckt quasi. Bah, der hat den Pinguin gefressen. Ja, den habe ich besiegt. Barboss. Ja, stimmt, dass du den noch einmal getroffen hast. Stimmt. Ja, auf jeden Fall wirklich sehr cooles Spiel, kann man nur empfehlen. Ja. Ich würde sagen, kauft euch das, spielt selber durch. Dann könnt ihr den da auch mal mit am Kopf hauen. Hat gerade mit dem Geldschein gewedelt. Die Fernbedienung. Ach so. Der will uns nicht bestechen. Hier, hat nie Leben. Ja, genau so. Baron K. Rudenstein. Freakige Freunde. Haben wir sowas? Wer ist genug? Die Pedobären am Spiel. Ja. Ich wollte gerade sagen, Delphi. Der heißt bestimmt Funfi. Nee, Ellie. Ellie Funf. Otti Fun. Okay, komm. Jetzt Gewürmel. Nee, Arach. Scooter. Bitte? Sehe ich da nämlich schon im Teil 2. Also, wie ich das dachte. Der heißt bestimmt Vogel mit F oder so. Oder PH. Harry Parrot. Sieht aus wie ein Papagei quasi. Ja, wie der jetzt gleich kommt. Ja, das ist En Garde. Wenn er noch so heißt. Ja. Korrekt. Cool. Das ist bestimmt... Das ist Parrot. Ja, der andere hieß ja auch Parrot. Dann heißt der jetzt Vogel. Stimmt, Squawks. Squawks und Co. Kennst du die Serie noch? Mhm. Wieso noch? Läuft nicht noch? Ich weiß hier, nicht. Da kommt die Pedobären jetzt. Haha, die Gebrüderbären. Alle reiten hier aufeinander rum. Ja, ja, ist ja auch Inzucht. Ein Spiel für die ganze Familie. Bazaar und Barnacle. Genau, bei Bazaar kann sie hier die für die Silbernen müssen, glaube ich, das Vogel holen, ja. Wollen wir uns gleich erstmal... Machen wir gleich erstmal. Ja, ein bisschen shoppen. Brash, Blunder. Die kenne ich gar nicht. Oh, bei Blunder. Du hast die doch alle direkt wieder rausgedrückt. die haben uns einmal angeguckt, dann ist gegangen. Ja, so. Blue. Kennst du Blue, die Serie? Blue's Clues? Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir sind ganz schön. Blizzard und Bramble? Nee, nee, blau oder schlau jetzt. Ja. Kommt drauf an, wann wir das aufnehmen und wann wir das hochladen. Benny und Björn? Das sind auch 100 Pro Entwickler gewesen. Die sich da selbst in das Spiel integrieren wollten. Komm, wir hacken das und schreiben da einfach Sache und Wischmopp rein. Okay. Waffel. Bin ich hier der Linke. In der Boomer. Ja, was bist du so mit dem Helm so? Kolossale Kongs. Können nicht viele sein. Kommt da einfach Carsten Kong? Und dafür Kong. Was hat der denn da? Hunky, der wirft einen Hammer rum. Ja, aber mitten im Level. Ja. Ja, also schön in sein Bootshaus gehen und da ein Boot bauen. Funky. Ja, ich wusste gar nicht, dass es so viele Kongs sind. Im Fass. Mit Zauberstab. Der muss gerade mal. Swanky. Der von der Spiel. Ja, apropos, das ist Swank the Monkey.
Das macht das Oma, die Speicherhalter. Macht Aerobic. Macht Erotik vielleicht. Erotik. Affen in Tangas, oder wie wollte das Tank nochmal haben? Gorillas in Strapsen? Gorillas in Strapsen, glaube ich, ja. Ja, hier, der war da, wo du verkackt hast. Nein, nein, nein. Guck mal, da liegt ja auch eine Gaspuppe. Siehst du die? Nein, ich auch nicht mehr. Die hat er weggenommen jetzt, wenn ich unter den Mantel gesteckt. Ja, wie ich. Ja, das ist... Was dagegen? Tot. Tschüss. Guck mal, der winkt. Mit der übergroßen Hand. Guck mal, die Hand, wie Pavel, ey. Stell mal vor, der hat mit der flachen Hand damit mal wirklich so dick ins Gesicht. Ich weiß, damit er mich unter Wasser nicht spielen kann mit dem. Und über Wasser. Guck mal hier. Er hat das Level kennt. Ah, ja, ne? Mich bleibt man an die Dinger nicht hängen, ne? Guck mal. Sitzt hier einfach. Fällt aus. Bam. Ja. Wie wir es gewohnt sind. Ja, so. Du hast 3 Kilometer, fällst du hin auf so ein Stück Brett. Du bleibst einfach sitzen. Machen wir ja Turbo-Taste an, Entwicklung, ja, ja, Crazy Kong, genau, interessiert euch bestimmt total. Hier, hier, Niederen, Smith habe ich gelesen, Fukuda habe ich gelesen, Kondo, das interessiert euch bestimmt total, was hier steht, alles, Doaken. Also ich muss sagen, an alle, die da jetzt durchsehen, die könnt ihr euch ja durchlesen, ne? So, was, was? Affenschande. Saf und Wischi, wir sind eine Affenschande, guck mal. Wie Affenschande? Ja, nee, wir werden hier noch Cranky kriegen wir noch. Ja. Zwar nicht in der Zeit. Nee, nicht so ganz. Eigentlich werden wir keinen von denen in der Zeit kriegen. Nee, nicht so, nee. Nee, aber wir wollen ja nur die 103% haben. Genau. Lipp? Okay, ich, wo ist mein Gamepad? Ah, hier. Nimm das. Genau. Ausblenden. Guck mal, wie von Windows Movie Maker. Ja. Gut, jetzt sind wir soweit schon mal fertig oder durch. Wir haben für den Rest ein neues, Ja, ja, neuen Part. Neuen Part anfangen, genau. Es wird schade um die paar Sekunden. Minuten. Mancher. Guck mal, ob du da eigentlich in die Röhre rein kannst. Warum soll ich in die Röhre rein? Keine Ahnung. Nö. Nee, okay. Ja, sein könnte. Ja. Wir werden, ich weiß nicht, wir werden das, glaube ich, so, keine Ahnung. Ne? Also wir fahren jetzt auf, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch in die erste Welt, weil wir fangen natürlich da vorne an. Naja, aber fahren wir beim Funky rein. Wo ist denn der Funky hier? Ja. Warum? Und dann gehen wir an die Hütte da links. Ja, ich kann nicht einparken, weißt du doch. Weil wir haben noch 3 Minuten, dann können wir noch gucken, ob der uns was verticken will oder sowas. Der hier? Nicht der, nein. Ja, dann raus. Ich kann nicht. Da. Jemand hat dir erzählt, dass ich in letzter Zeit extrem beschäftigt war. Nun, es geht um etwas Besonderes. Findest du alle DK-Münzen, dann kannst du damit den ultimativen Trip deines Lebens sein. Voll der Deal. Komm wieder, wenn du ein paar mehr gesammelt hast. Ich sage dir jeweils, wie nah du am Ziel bist. Dann sagst du jetzt, komm. Hau raus. Dann geh raus, wieder rein. Nee, geh jetzt mal hier zu dem einen. Nee, ich will jetzt wissen, was der sagt. Okay. Ja, dann mach halt gut, dann... Ich will wissen, wie nah ich am Ziel bin. Punky ist verleiht. Soll ich mal sagen? Nee. Wenn du jetzt einen Part gemacht hast, hätte ich einfach gestorben. Dir fehlen immer noch 15 Münzen, um den Jackpot zu knacken. Ja, 15 Münzen nur? Immer locker durch die Hose atmen, Kong. Ja, ja, ja. So. 15 DK, wo, da rein? Ja, genau, da. Bizarre Kramladen. Bazaar. Ach, Bazaar, ich kann nicht lesen. Ja, die beiden Dinge wollen wir kaufen, da die im Regal hat. Sei gegrüßt, Kong, ich heiße Bazaar und dies hier ist mein Laden. Alle meine Brüder leben verstreut über diese Inseln. Weil die mögen dich nicht. Schau doch mal bei ihnen rein, wenn du zufällig vorbeikommst. So, nun, wie kann ich dir helfen? Ja, woher stammt die Muschel? Ist das ein Spiegel? Ja, woher stammt die Muschel? Diese Muschel wurde auf dem Grund des Orangatanga-Sees gefunden. Für 5 Bärmünzen gehört sie dir. Ja, klar, nehmen wir. Klar, wofür brauchen wir denn? Ja, sie ist zu spät. Ihr werdet viel Freude miteinander haben. Hm. So, wem gehört... Nein, 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 Schloss interessiert keinen. Ist das ein Spiegel? Ja, doch es ist kein gewöhnlicher Spiegel. Er gehört Crankys Großvater für 50 Münzen da rein. Ja, klar. Klar. Ich kann dir zu dieser Entscheidung nur gratulieren. Servus, Kongs. Wem gehört das Schloss? Gibt es was? Gibt es geheime Höhlen? Ja, gibt es. Kennen wir die anderen? Nun, eine ganze... kostet dich 13 Münzen? Deine Zunge? Nee, ne? Nee, oder? Doch, komm. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Kohle. Nun, einige sind auf den Inseln und Bergen verstreut. Ohne Funkys Hilfe wirst du nicht an sie herankommen. Wie viele geheime Höhlen es gibt? Genauso viele, wie du Münzen für diese Antwort bezahlt hast. 13 also. Echt? Ja, wir haben 13 Münzen bezahlt. Ich wäre jetzt mit 15 gewesen. Nee, nee. Okay, dann gehen wir jetzt. Nein, warte, dann machen wir das noch. Wem gehört das Schloss? Nun, ich war schon aber so dort eben. Für 2 Münzen erzähl ich dir wieder. Ja, ja, komm, ja, ja, komm. Ja, okay. Nun, ganz in der Nähe des Schlosses sah ich ein Schild mit der Aufschrift Hau ab! Dann bin ich schnell verduftet. Super! Das hat sich gelohnt. Dann wohnt er wohl der Herr. Hau ab. Ja, da gehe ich von aus, ne? Ja. Man sieht sich bei. Okay, Leute. Zeit ist um, hat perfekt gepasst. Wir sind nicht einmal gestorben in dem Part. Glückwünsche oder Entschuldigungen.
Nehmen wir gerne an, ja. Das werden wir dann im nächsten Part machen. Ich komme ein paar noch schnell ins erste Level. Gib. Turboschiene. Ja. Hasta la vista, Baby. Komm, ich habe extra Turbo-Taste schon gedrückt. So, mal rüber. So, geh da hin. So, und Leute, wir machen gleich weiter im nächsten Part. Und ja. Sagen mal, bis dann. Tschüssi. Ciao.